Dogubaya Sit, iranische Grenze. Donnerstag, der 7. November 2019. Auf Wiedersehen, Ararat. Unterwegs zur iranischen Grenze verabschiede ich mich herzlich vom biblischen Berg. Werde ich diesen schneebedeckten, geheimnisvollen Riesen im Grenzgebiet Türkei-Iran wirklich noch einmal wiedersehen? An der Grenze zwischen der Türkei und dem Iran ist nicht viel los, ein paar Reisebusse. Ich schalte den Motor aus und warte. Es ist zu warm für ein Tuch auf dem Kopf, aber ich will ja rüber in den Iran, da ist das Kopftuch Pflicht für Frauen. Leute wuseln hin und her, es ist nicht zu erkennen, wer warum wohin rennt. Alle schleppen irgendetwas. Für den Versuch, von der Türkei in den Iran zu gelangen, bezahle ich heute den obligatorischen Grenzhelfer. 85 türkische Lira und eine Mandarine kostet mich der Spaß. Der Grenzhelfer nimmt voller Eifer meine Papiere und scheitert schon an der ersten Kontrolle. Schnell ist er zurück bei meinem Auto. Sie haben kein Visum, erklärt er mir etwas verwirrt. Klar habe ich eins. Ich zeige Ihnen den Stempel im Pass. Damit stimmt etwas nicht. Das ist ein Visum und ich will damit in den Iran, insistiere ich wohl wissend, dass das Visum bereits abgelaufen ist. Kommen Sie mit. Er drängt sich mit mir vorbei an Schlangen voller Wartender durch dunkle Gänge bis ins mit Neonlicht unzureichend beleuchtete, verrauchte, kahle Büro des Grenzstellenleiters. Sie möchte in den Iran einreisen, informiert er seinen Vorgesetzten, aber der hat augenscheinlich wenig Lust, sich mit Problemfällen zu beschäftigen. Vor mir steht ein richtig fies dreinblickender, etwa 50 Jahre alter Grenzbeamter mit Halbglatze. Er schwitzt und raucht und guckt mürrisch. Kurz schaut er auf den Stempel. Dann gibt er dem Grenzhelfer meinen Pass zurück mit dem Wort abgelaufen und wendet sich ab. Ich habe ein Visum, richte ich mich an den fleischigen Rücken. Nein, erklärt er, ohne mich anzusehen. Das Visum ist abgelaufen. Es sind nur wenige Tage. Ich will so schnell nicht aufgeben. Können Sie es hier nicht verlängern? Das ist kein Visum mehr, es ist abgelaufen. Er guckt mich an wie ein lästiges Insekt. Was glauben Sie, was passiert, wenn ich Sie ohne gültiges Visum einreisen lasse? Ich riskiere meinen Job. Er tut so, als hätte er noch niemals Schmiergeld angenommen. Ich muss in den Iran. Ich schaue ihm ins Gesicht, obwohl er ständig versucht, mir auszuweichen. Arsurum, knurrt er mit einer qualmenden Kippe, die er sich an der alten angezündet hat, im Mundwinkel. Der Grenzhelfer wendet sich zum Gehen. Was ist los, will ich wissen. Sein Vorgesetzter schreibt ungeduldig ein Wort auf einen Schmierzettel und übergibt diesen mit spitzen Fingern dem Grenzhelfer. Mich schaut er gar nicht mehr an. Hilflos mit den Achseln zuckend hält mir der Grenzhelfer den Zettel hin und beschwört mich, mit ihm aus dem Büro zu verschwinden. Asrum, flüstert er. Langsam begreife ich. Der Versuch, mit dem abgelaufenen Visum in den Iran einzureisen, ist definitiv gescheitert. Ich soll deshalb zurückfahren nach Erzurum. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich soll mir in Erzurum ein neues Visum besorgen? Wütend sehe ich den hilflosen Grenzhelfer an. Ja, murmelt er, dort ist die nächste iranische Botschaft. Er hat mein Geld und meine Mandarine genommen und ich stehe hier und komme nicht weiter. Scheiße, bilanziere ich ernüchtert. Erzurum bedeutet mehr als 300 Kilometer Fahrtstrecke zurück in die Türkei. Sie lassen mich also nicht in den Iran einreisen. Und dann komme ich tatsächlich wieder vorbei am Berg Ararat. Vor ein paar Stunden hatte ich mich von ihm verabschiedet. Ararat, geschichtsträchtig, geheimnisvoll, wunderschön.
mythischer Gipfel, auf dem angeblich die Arche Noah parkte. Da bin ich wieder, sagte ich zum schneebedeckten Riesen. Ich war wütend mit Vollgas von der Grenzstation losgebraust. Mittlerweile habe ich mich etwas beruhigt. Ich wollte Abenteuer, jetzt habe ich es. Nur irgendwie anders als geplant. Was ist los? Du wolltest doch in den Iran, fragt der Berg. Kein gültiges Visum, erläutere ich, und Ararat versteht. Er habe schon oft Leute zurückkommen sehen. Was soll ich jetzt machen, frage ich in Richtung des schneebedeckten Gipfels. Bleib ruhig, denk nach, grummelt es von dort oben. Ich parke den Benz am Straßenrand, stelle den Motor ab, steige aus. Und plötzlich ist es ganz still. Ich atme durch. Heute ist ein kalter, aber sonniger Tag. Der Berg strahlt in seiner vollen Schönheit zu mir herüber und beruhigt mich. Ich atme auf, ich bin frei, unfassbar frei und glücklich. Ja, danke, Ararat. Erleichtert blicke ich hinüber zum Berg. Wenn es nicht klappt mit dem Iran, dann ersteige ich deinen Gipfel, rufe ich ihm zu. Du brauchst aber ein gültiges Permit und einen Guide, erklärt er mir, wenn du mich bezwingen willst. Einfach abgefahren. Wie ich mit dem Benz 18.000 Kilometer durch 15 Länder nach Südostasien reiste. Ich bin Margot Flügel-Anhalt.